Hallo, damit herzlich willkommen, einmal wieder zurück zu SnowRunner im Multiplayer. Mit dem Clicky, hallo. Grüße. Wenn ihr diese Folge seht, ist es einfach Montag. Ihr habt gestern die letzte Folge gesehen. Und denkt so, alles klar, jetzt geht's weiter, jetzt kommen die nächsten zwei Bohrausrüstung dran. Alles cool. Was hört denn sich jetzt so komisch an? Oh, was ist denn mit ihm los? Naja. Auf jeden Fall. Leute, ich kann euch ein was sagen. Das war, bis hierher zu kommen, das war ein Krampf sondersgleichen. Ja, also, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Safegame hat's zu hauen. Wohl bemerkt, 50-50 Schuldbeteiligung. 50% ich, 50% der Entwickler. Ja. Wir haben weiterhin das Problem, dass die Mission verlorene Sandsäcke oder verlorene Säcke, also im Englischen Fields Bag oder False Bag irgendwie so. Es ist einfach nur Säcke. Ja. Die ist halt bei uns verpackt, das heißt, die sind gespawnt, haben sich dupliziert, sieht aus wie so ein Gouda-Käse, der schön in der Mitte so in Teile geschnitten worden ist, schön. Es ist jetzt mittlerweile ein neuer Patch rausgekommen, letzte Woche. Der soll das Problem fixen. Problem ist bei uns auf der Map nicht, weil wie auch, die Mission war ja schon verbuggt. Mhm. Ja, dann hat sie Safe Game zerrissen, weil vor den Zementsäcken liegt ein LKW. Weil wir haben natürlich alles versucht, das irgendwie mit dem Kran anzuheben, vielleicht, ne? Aber das Spiel stürzt einfach nur ab. So gut ist es programmiert. Und der LKW liegt dort halt und es ging nicht weg. Da habe ich mir gedacht, alles klar, ich lösche den LKW einfach aus dem Safe Game raus. Problem war einfach nur, die Bezeichnung aus der Einstelle vom Safegame rauszulöschen ging nicht. Ja, wie das so ein guter Programmierer und Profi-YouTuber halt macht, hat er natürlich von den Safegame vorher beim 3 Millionen Mal ausprobieren jedes Mal ein Backup angelegt. Wo er das sich dafür dann entschieden hat, hat er natürlich kein Backup angelegt, ganz klar. Damit mussten wir auf ein Backup von letzte Woche Samstag zurückgreifen, also das war ein Tag vorher. Da haben natürlich die ganzen Missionen, die wir euch dann die letzten 3-4 Folgen gezeigt haben, die wurden da noch nicht getätigt, was ja logisch ist. Hieß im Umkehrschluss, ich musste das Ganze nochmal nachspielen. Jetzt gab es aber das nächste Problem. Mein LKW war weg. Ist halt einfach verschwunden. Der war weg von der Fläche, weil wir hatten ja das Problem, dass wir gemeinsam, also das habt ihr glaube ich gar nicht gesehen, dass wir gemeinsam hier rüber teleportiert sind. Dann bin ich Klick ist in mich geklitscht. Und ja. Dann bin ich halt wieder rüber. Und wollte dann wieder nü. Und dann war aber Klicks LKW als Silhouette, nenne ich es einfach mal, auf der anderen Seite. Klick war aber hier, auf der Seite. Und dann wollte ich wieder rüber und dann ist während des Ladeprozesses das Spiel gecrashed. Und nach dem Crash, beim neuen Einloggen, war mein LKW weg. Ich gehe mal stark davon aus, wir gucken mal hier auf die Karte. Das ist halt hier, wie gesagt, dieses Island Lake. Ne? Man kennt das so alles. So, und jetzt gucken wir einfach mal so hin. Ich stelle mich einfach mal hier hin. Fällt euch vielleicht was auf? Ich gehe ein bisschen näher ran. Das ist kein Dreck auf euren Monitor. Das ist ein LKW, der in der Luft schwebt. Ich glaube, das ist mein verlorener LKW, der bei dem Crash abgestürzt ist. Der ungefähr, sagen wir mal, vielleicht in 200, 300, 400 Meter Höhe über der Map schwebt. Kommt man auch nicht dran. Man sieht ihn auch von unten nicht. Schöne Sache. Also, was habe ich dann Sonntag gemacht? Wir müssen mal Folgendes. Wir haben Samstag, also letzte Woche Samstag, nee, vorletzte Woche Samstag, wir sind ja so weit in der Zukunft, Halleluja, haben wir von 19 bis 23 Uhr aufgenommen. Dann waren wir schön beim Dinner. Beim Dinner. Klingt ja so, als hätten wir uns irgendwo reingesetzt, die Kerzen angemacht. Das ist so richtig. Richtig. Ne? Und am Sonntag haben wir um 9 angefangen mit aufnehmen und waren um 16 Uhr fertig und hatten 3 ganze Folgen, die ihr dann die letzten 3 Folgen, die ihr gesehen habt. Weil ich hatte dann auch die Schnauze voll und habe mich dann Sonntagabend bis Montagnacht, also früh in dem Sinne dann, also einfach weiter, habe ich mich reingesetzt, habe den ganzen Spaß ja nochmal nachgespielt. Also die Mission, die wir in den letzten 3 Folgen gemacht haben, haben wir dafür diesen Russenpanzer da genommen, den es als Mod da einfach gibt und bin dann hier einfach über die Map drüber gefegt. Meine Levels waren logischerweise weg, weil das Safe Game dann kaputt war und über die Backups und das alles rauszufinden, da muss ich mir Kohle ja reincheaten und so weiter und so fort. Es war eine Nerverei, deswegen wer mir auf Twitter folgt, falls ihr mir nicht auf Twitter folgt, folgt mir auf Twitter, falls ihr Twitter nutzt, einfach @sachsengaming, Schnauze hier rum und ja. Da habe ich das Ganze hier mit dem Panzer durchgezogen, dass wir jetzt Stand hier
alles wieder machen können. Panzer ist weg, Geld wurde wieder normal zurückgesetzt. Ich habe mir jetzt einfach also Panzer weggezogen, dies, das, Ananas, habe ich mir noch 50.000 hatte ich dann. Dieses Fahrzeug, was wir hier haben, also diesen Twinster, ist das so? Ja, ne? Twinster? Paster. Alles klar. Diesen Paster, den wir hier haben, der hat sich dann, während der Safe Game da irgendwie gecrashed ist, hat er sich dupliziert. Hat der Glück ja auch schon öfters gehabt, nur dass seine LKWs einfach mal kurz zur Hand dupliziert worden sind. Das DLC-Fahrzeug hat sich mittlerweile bei mir dreimal dupliziert. Ich habe einen drüben in der Garage, einer steht noch hier auf der Map vorne beim Eingang und einen habe ich schon verkauft. Ja, somit kann man natürlich einmal das DLC bezahlen und dreimal bekommen, das ist ganz nett. Und ja, dadurch, dass ich den jetzt hier nochmal hatte, habe ich den dann verkauft. Da kam halt nochmal Kohle zusammen, irgendwas um die 150.000 extra nochmal, da hatte ich wieder knapp 200.000. Davon habe ich mir jetzt aber Klicks seinen alten LKW, was ja unseren alter, alles klar wird gebaut, was Klicks sein alter LKW war. Wie, was war das für einer? Na, den du jetzt fährst. Ja, na, wie der hieß. Du meinst jetzt den Russen, den ich vorher hatte? Nein. Ja, Klick hat schon wieder einen neuen Russen, das ist halt, naja, der... Die Russen mögen mich. Auf jeden Fall. Nee, den alten Ami, den du hattest. Der alte Ami, ne, das ist der, den du doch, ne, der ist International Paystar 5070. Genau, da wo man sich dran vorbeifahren. Das ist ja Klick sein alter Ami, dann hat er ja auf diesen Azur, also auf diesen Kamaz da gewechselt, wie er im Real Life ist. Ursus gewechselt, Ursus, ja. Irgendwie sowas. Und jetzt hat er ja schon wieder einen neuen Russen, hat unter der Woche heimlich gesuchtet. Und, nee, das ist schon der Russenkarte relativ am Anfang, der Tiger. Tiger irgendwie, ja. Wir kennen ja, wurde auch in der Kommentare erwähnt, dass du den holen sollst. Ja, wenn wir dann auf der Russenkarte sind, gerne. Genau, und da hat er jetzt den und wir haben halt Klick seinen alten. Wie gesagt, wir sind schön mit der Ruhe, ne, nichts überspitzen, ich weiß, dass andere schon große Fahrzeuge haben oder auch von mir aus mit Panzern und alles rumfahren. Nee, das ist alles schön und gut. Aber wir wollen das Ganze hier nicht unendcontentisieren. Ist jetzt wieder ein Wort, wo ihr denkt, was zur Hölle hat und sich da wieder aus dem Hut rausgezaubert. Ist im Endeffekt einfach nur Pseudofachsprache im YouTube-Bereich, um mal zu sagen, ja, wir zeigen euch jetzt so die Highlights aus dem Spiel und alles, was cool und krass ist, und dann schmeißen wir es nach 2 Wochen weg. Ja. Ne? Das wollen wir nicht, das ist nicht der Sinn und Zweck des Spiels, das hat sie nicht verdient, trotz all dem, dass es im Multiplayer so hart verpackt ist. Ich habe aber von Ansgar gehört, der spielt ja nur Singleplayer. Ist genauso das Problem, ja. Singleplayer, LKWs fallen weg und ja. So weiter und so fort. Da muss ich aber auch mal Shoutout an Sabaton, ich habe schon letztes Mal falsch gesagt, Sabber Interactive auslassen. Die schreiben nämlich in ihren FAQ, hey, ist dein LKW weg, guck mal bitte in allen Garagen nach, wenn er dann nicht ist, schick uns mal dein Safegame an unsere E-Mail-Adresse, dann gucken wir mal, wenn wir Zeit haben. Das ist top. Ich würde mir ja wünschen, ich weiß nicht, ob das mittlerweile in den Hotfix jetzt behoben ist, der jetzt letzte Woche rauskam, ich würde mir einfach wünschen, dass die Scheiße einfach nicht passiert, ja, und fertig aus. Beim nächsten Mal würde ich mir auch vielleicht wünschen, dass das Spiel vorher ein bisschen länger getestet wird, dass so eine Scheiße nicht passiert. Ich sag mal so, um es nur nach 2 Wochen wegzuschmeißen, war es auch einfach viel zu teuer. Richtig. Jetzt mal egal, ob du die Premium hast oder die normale kostet auch 40 Euro. Und das nur für 2 Wochen, also. Da mir jetzt zu teuer. Also, es hat jetzt auch noch keiner weggeschmissen davon, abgesehen, weil jetzt denkt ihr, wie meint er denn? Nee, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also, alles schnell, schnell, schnell durch und dann weghauen. Das Spiel bietet viel zu viel Potenzial. Leute wollen ja auch erstmal die fetten Autos sehen. Das bringt halt auch Klicks, das ist einfach so. Richtig. Ja. Die dicksten wollen sie sehen und was unten drunter ist, gut, das kann man sich mal mit angucken, ist aber nicht das, was sie eigentlich sehen und das Spektakuläre wie immer. Das ist richtig. Ja, wie gesagt, ich weiß, dass es einen Case-Traktor gibt, ich weiß auch, dass es einen Deutz-Traktor gibt, das hat der Ansgar schon alles gemacht. Den werden wir uns bestimmt irgendwann mal auch reinholen mit Mods. Ne? Mods waren ja mittlerweile jetzt ein bisschen mehr. Es wurde jetzt endlich schon mal ein Mod-Contest ausgerufen, dass auch vielleicht mehr Leute ein paar neue schöne Mods machen. Dass es da mal ein bisschen aktiver wird und alles. Und dann machen wir das alles mal, je nachdem, wo halt ein Traktor passt. Den Deutz-Traktor können wir von mir aus mal in Alaska mal ausprobieren. Und alles schauen wir mal, je nachdem, was das für eine Ausrüstung ist. Ich hatte, wie gesagt, hier zum Nachstellen und zum Nachspielen hatte ich diesen Russen. Panzer, den es als Mod relativ früh gab. Das Ding ist halt ein bisschen OP. Also es hat halt Allrad permanent an, das hat Differentialsperre permanent an und das zieht halt, also das kann selber nichts großartig machen, es kann aber alle Trailer ziehen und der ist hier durch den Sumpf mit, ja, gefühlt Höchstgeschwindigkeit gefahren, weil der halt auch
Der hatte halt vier Achsen, alle vier Achsen angetrieben, alle vier Achsen lenkten und alle vier Achsen hatten halt, keine Ahnung, 50, 60 Zoll Reifen drauf, gefühlt. Schlammreifen. Den hat das halt hier, wie der jetzt hier einzieht, das hat ihn halt gar nicht interessiert. Er ist halt einfach stinknormal drüber gefahren. Und das ist zwar cool, ohne Frage, aber das ist dann vielleicht auch ein bisschen zu leicht. Zumal die Mods kosten alle auch Geld. Unrealistisch. Ja. Deswegen. Ja. Wie gesagt, es kommt alles noch, vielleicht kommen auch einfach Mod-Maps hier rein, beziehungsweise es kommt ja, wenn wir durch den Season Pass, kommen ja auch neue Mod-Karten im Laufe der Zeit mit rein. Und alles. Und wir haben noch genug Zeit, Mods auszuprobieren. Wir machen jetzt aber erstmal die USA-Karte fertig. Das dauert jetzt auch nicht mehr allzu lange. Wir sind ja jetzt hier bei der letzten Mission. Wir werden natürlich die 100% machen, also die 100% was Aufträge angeht, die Aufgaben erstmal nicht. Wie geht so, nicht? Wenn du 100% der Karte machen willst, müsst du auch die Sandsäcke machen. Richtig, dann müsst du mal auch diese blöd verpackte Mission mit den Sandsäcken machen. Kann man nicht machen. Deswegen, was die Aufträge angeht, sprich, wir machen da nochmal zu Black River rüber, suchen den einen Container, der dort steht und schaffen den dorthin, auch wenn das nicht mehr relevant ist, weil wenn wir jetzt den letzten Strang hier durchziehen, ist alles missionstechnische oder Gebiets- oder Regions abgeschlossen, steht dann halt im Endeffekt da. Und dann werden wir mal sehen, das Problem ist halt, dadurch, dass wir sehr viel im Vorhinein aufnehmen müssen, können wir mehr oder weniger keine Abstimmung machen, also ich mache das mal, bevor ihr das Ganze hier seht, wo wir dann weitermachen. Entweder wir gehen auf Alaska oder wir gehen in die russische Taiga. Je nachdem, das wird sich halt zeigen. Aber wir machen alles nacheinander. Wir spielen nicht mal hier und dann mal wieder dort und alles, das ist Blödsinn. Ja, wir wollen da ein bisschen Struktur mit drin haben. Wir machen das halt einfach noch klassisch. Also ich habe die Bohr als Rüstung geladen. Ich hätte hinten jetzt Platz noch für einen Holzstapel oder so. Oh ja. Ich fahr drüber, ne? Sie machen dann gleich fertig, die richtig, ich mach das gleich fertig. Ich tanke hier nochmal kurz zur Hand nach. Ah ja, tanken. Ja, ich hoffe mal, war drüben noch irgendwas mit Tankstelle? Ich glaube, ne? Drüben? Weiß ich nicht. Also da haben wir noch gar nichts. Also sie waren da mal kurz drüben und haben da glaube eine Mission aufgedeckt und das war's dann aber auch. Ja, das müssen wir noch. Oh nee, und ich verdau jetzt mit so einem großen Ding darüber. Ja. Ja, ich hab ja hier noch den vierfach duplizierten das DLC-Fahrzeug. Wenn ich ja fertig bin, kann ich ja erstmal da rüber rammeln und dann mal kurz rüberfahren. Also ich muss also dann mal kurz hier drüben abstellen, wieder rüber, den hierher holen. Weil ich muss ja auch mit einer Ausrüstung, also mit einem Container da mit rüber machen. Ja. Sonst wird das ja nicht. Ja, und. Hä, wie hä? Nee, stimmt, ich muss ja gar keinen. Na doch, ich hab noch eine Zwischenmission. Oder? Ach nee, die haben sie ja vergessen, sie das vergessen. Ich hab das Bohrausrüstung für ja, das Hafending. Sehr gut, ja, stimmt. Da muss ich ja mit meiner hohen Sattelplatte kommen, dass ich von dort den Bauwagen weiter ausnehme. Ja. Das ist ja dann fürs nächste dann, ja. Genau. Ja gut, dann kann der ja trotzdem erstmal hier rein theoretisch stehen bleiben. Und ich komme mit den Scout und scoute dann halt mal da drüben. Weil wenn da auch nichts steht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann haben sie von den vier Abschnitten zwei ordentlich gemacht und zwei eher so lieblos. Eigentlich so das Dumbledore-Ding da drüben ist eigentlich ja jetzt schon ein bisschen lieblos, weil dort gibt es ja keine weiteren Stränge. Die ganzen Stränge waren ja jetzt am Ende des Tages auf die erste und auf die zweite und jetzt hier ein bisschen auf die dritte noch beschränkt. Ja, na das so zieht sich das aber immer durch. Typisch. Also, nur ein bisschen blöd. Hätte man leider mehr machen können. So, ziehen wir jetzt hier langsam weiter, dass es hier durchgeht. Da frisst sich natürlich auch noch alles mit rein. Ihr kennt den ganzen Spaß, ja. Ja. Naja, so ist es. So ist es. Also, jetzt rüber komplett blind. Ja, nicht schlecht. Naja, nö, da wo sie ja jetzt rüberfahren, da haben sie ja die eine Stelle schon aufgedeckt. Ja, gut, hat die eine. Aber man sieht halt, also die Karte ist, also der Abschnitt da drüben ist auch nicht gerade groß. Ja, gut, stimmt. Ja. Wahrscheinlich aber verwinkelt. Ja. Je nachdem, wie viel mir es sich da noch gegeben haben, ist richtig. Ja. So ist es. Aber ja, jetzt wisst ihr den Leidensweg, den wir hier durchgemacht haben. Absolute Nerverei. Ah ja, steht auf dem Trailer. Ich hoffe einfach mal, dass die Fehler jetzt schnellstmöglich gefixt kriegen, das wäre auf jeden Fall wunderbärchen. Gerade dass der Multiplayer einfach mal ein bisschen angenehmer läuft.
Das war auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Wie gesagt, das Duplizieren sollen sie ja jetzt angeblich schon gefixt haben. Wurde aber schon mit dem Patch vorher gesagt, dass sie das Duplizieren abgeschafft haben. Aber wie gesagt, das kann auch einfach sein, wenn die Mission schon angefangen worden ist, dass das Ganze halt einfach nicht mehr zu fixen ist. Aber ich hoffe nicht, dass sich das prinzipiell nur für neue Speicherstände auswirkt. Das ist dann nämlich blöd. Weil das Ganze hier nochmal nachspielen, so weit wie wir jetzt schon sind, das ist zwar an sich nicht viel, aber das zieht sich trotzdem ewig in 3 Tage. Ja gut, gerade der Anfang, wo man sich sehr schwer getan hat. Man hat ja jetzt schon Fahrzeuge, wenn du mit dem Pacer gleich das erste Zeug machst, da rupst du ja durch wie Sau. Weil der zieht ja auch einfach mal so einen großen Auflieger weg. Ja, und da musst du ja nicht wegen, am Anfang ist man ja mit der Britsche immer nur die Zweierdinger oder halt die Metalldings, hast du ja immer nur eins. Das ziehst du ja jetzt gleich im Doppelten und Dreifach weg, da kannst du ja für mehrere Missionen das gleich mitnehmen. Das geht also dementsprechend schneller. Das ist richtig, ja. Das Problem ist jetzt bei der Hafenlieferung. Ach, da oben. Boah, das ist einmal quer, aber auf der anderen Kartenseite. Ja. Oh, bitte. Unterstütze hiesige Ranger. Ranger, also Förster oder was? Unterstütze hiesige Ranger, Holzplanken 2, ah, die stehen ja vorne gleich. Aber das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht machen. Ah, und hier hast du eine Holzstation. Echt? Also kommen hier runter erstmal. Sattel ab, entdecke. Sattel wieder an. Scheint hier sehr mit Inseln zu sein irgendwie. Aber ich sehe es schon kommt, dass mir vorher der Sprit ausgeht. Das ist aber auch hier ein Gerät. Jetzt geht's wieder nicht weiter. Sperrbeklapp. Und den Differentialsperre willst du mich verarschen? Oh, was hat er wieder den Bug, Alter? Ich krieg ne Macke. Was hat er denn? Naja, normalerweise ist doch Y schnell winden. Jetzt sagt er aber die ganze Zeit, will er aber die ganze Zeit Differentialsperre machen, obwohl ich gar nicht im Dings bin. Weißt du? Okay. Ja, hat schon mal gehabt. Blödsinn, die absoluter Blödsinn manchmal. Ja, gut passiert, ne? Oh, da liegt ein Upgrade. Tourismusattraktion gibt's hier, eine Holzstation gibt's hier. Das ist nicht. Jetzt schon kommen diese Unterstützung für den hiesigen Ranger ist bestimmt eine Brücke, die man bauen muss. Okay. Was? Ich sage okay. Weil ich glaube, sonst kommst du hier wahrscheinlich nicht weiter. Oh ja. Er braucht jetzt hier Holz und hätten wir hier, aber ich kann ja auf meinen nur einmal Holz laden und Lieferung zur Brücke des Rangers 2 Holzplanken. Dann müsste ich mir also den obersten Trailer nehmen und da erstmal Holz laden und das erstmal bauen. Komme ich gar nicht rüber. Also es wäre nicht schlecht, wenn sie irgendwie Sprit mitbringen könnten. Ich habe über der Hälfte jetzt schon durchgejagt. Gut, ich bin ja auch schon, habe ja jetzt schon wieder 2 Brücken gebaut und mache jetzt schon die 3. Brücke. Ja, das Problem ist mit dem Sprit, also ich kann mich selber voll machen und ihnen was abgeben, aber mitbringen wird nicht. Weil ich habe die hohe Sattelplatte dran. Ja, können Sie nicht einfach zum Anhängershop fahren, einen Anhänger kaufen, der hat automatisch Sprit und den hier rüberreisen? Ach so, das kann ich, wenn damit der. Damit wir hier überhaupt was stehen haben, weil wir haben ja auf der Karte immer ein bisschen was machen. Ist richtig, also es gibt halt dort eine Tankstelle, ne? Ja, oder halt so ein Anhängerding, aber gibt's nicht. Also bis jetzt sehe ich nichts. Es gibt eine Holzstation, die habe ich gefunden. Ja, nett. Es sind hier noch 3 Türme zum Aufdecken. Ja, und einen habe ich erst.
Das ist alles wie durch Inseln geteilt, wie das aussieht. Oh, okay. So von Insel zu Insel zu Insel fahren. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Hier noch einen Trailer hingestellt. Der hat zufälligerweise gleich mal zwei Holz drauf. Wie praktisch. Ja, das ist dieser Taiga, da ist halt, da habe ich jetzt schon den nächstgrößeren Motor eingebaut. Da schluckt er natürlich nochmal mehr. Aber hat nicht mal ganz so arg das Problem von dem Schalten, dass er mal so zwischendrin halb verreckt. Dann wieder in die 1 reingeht. Macht er nämlich sehr, sehr gern. Da steht der Trailer, den ich abgesattelt habe. So, letzter Container ist auf dem Weg. Also Kleider, nur noch hier abbiegen und dann nochmal den ganzen Schlamm hin ringsherum machen. Und dann haben wir den ganzen Spaß auch. Mehr oder weniger leicht an der Laterne vorbei. Schon, ob irgendwo hier ein Tanktrailer vielleicht, die stehen ja manchmal einfach so rum. Aber bis jetzt sieht das eher mau aus. Rüberfahren können, weil ich denke mal, das wird wieder so ein Ding sein. Sonst wäre die Mission nicht gleich am Anfang da. Ah ja, das ist wahrscheinlich die Holzstation. Nee, das ist Auftrag. Auftrag. Bohrende Lieferung. Ja. Na. Ah, der hat's aber auch wieder hier. Da geht ja gar nichts. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, danke. Muss ich daran erinnern, dass das sich damals so schwer getan hat, ja. Weil bin ich einfach nur noch den Panzer gewöhnt. Ja, das glaube ich eher. Jetzt fängt es auch noch an mit Regnen, na klar. Und bei mir nicht. Bei mir scheint noch die Sonne. Da jetzt überhaupt die Animation? Nee, ne? Weil du auf dem anderen Abschnitt bist. Hast du da die Mission überhaupt? Ja, angezeigt bekomme ich, was du da rausrupst, da. Achso, also, ja. Ich hätte gern mal... Nein, ich guck doch. Willst du mich verarschen? Ich guck doch da hin. Danke. Ja, danke. Hast du die Animation? Nein. Aber die Abrechnung. Oh, gut, das reicht ja schon mal. Naja, Hauptsache Kohlen. Hauptsache Köln, komm an. So, was mache ich jetzt mit dem Auflieger? Den stelle ich hier vorne ab. Ach, das ist aber echt schön gemacht hier. Über die neu gebaute Brücke, wie schön das Wasser aussieht in der Sonne. Oh, das ist so richtig, hier kannst du geile Fotos machen. Oh, jetzt haben sie abgegeben. Jo, Lager hat geöffnet. So schön. Das Lager halt, gell. Was gibt's denn hier im Lager? Da gibt's die Bohrausrüstung. Oh, guck an. Bohrausrüstung? Und was brauchen wir? Wir brauchen einen Bohrdings, ne? Kopf. Später, also einen Bohr. Also im Endeffekt das, was ich jetzt hier hingeschafft habe, durchschmutzig. Ja, das müssen wir nicht mal zu diesen komischen Dingern da fahren. Wunderschön. Falls man das noch irgendwann mal nicht braucht, man nicht mehr. Eigentlich sinnlos, dass es das da jetzt gibt. Na, vielleicht für die. Na, du weißt nicht, was durch die DLCs noch kommt. Es werden ja neue Funktionen und neues Zeug kommen.
Das ist richtig. So, Baster. Wachturm geöffnet. Von Menschen und Brücken. Naja, wer kennt die Geschichte nicht? Bei ihr stand in Date, Menschen und Brücken, Sachsen Gaming oder sowas. Ah ja. Danke. Pritschenwagen. Oh, hier unten liegt eine Spezialfracht. Kein Land für oh, hier. Ja. Tanktrailer und eine Tankstelle. Also können Sie sparen. Alles klar. Warten wir pünktlich. Ja. So, muss gerade mal gucken hier. Wo müssen da jetzt rüber? Wo ist denn dieses Dumbledore-Dings hier? Ach, da hinten, du Scheiße. Dann kann ich theoretisch über die Brücken, über das Sägewerk und da entlang vorne geht schneller. Okay. Gut, wir werden dann nämlich, also Klick wird jetzt irgendwann da drüben. Achso, warte mal, ich muss die Mission erstmal hier aktivieren, dass ihr so seht. Der Weg, Hafenlieferung ist das, genau, aktivieren. Das ist einmal Bohrausrüstung, die schafft Klick jetzt zum Hafen, der da drüben ist. Und danach geht es weiter, der Weg mit den Alten. Da schlappen wir uns den Bausattelanhänger, der muss nämlich zum Bohrplatz in der Smithtalsperre. Also da müssen wir einmal mit denen hier über die komplette Map rüber, wieder zur zweiten Map. Also diese wunderschön verpackte Map. Und also zum verpackten Abschnitt, ne? Die Map selber geht ja. Ja, das ist dann so das nächste Ding, was wir da noch machen müssen. Hm? Jetzt müssen wir aber erstmal hier in aller Ruhe hier rüber. Na, da geht erstmal von der Automatik schnurstracks in den Null. Ja, also er bleibt stehen im Endeffekt. Hat sich's nochmal anders entschieden. Fahren wir hier über die schönen Brücken drüber. Sieht man das überhaupt, dass ich mir mal lang gerammelt bin? Ne, das verschwindet nach dem Neustart wieder. Schade. Ja, meistens so, deswegen stehen ja auch die Schilder wieder. Ja. Ich glaub, sonst könntest du ja Karten danach wegschmeißen, wo du dann drüber gefahren bist. Also gerade die erste Karte, wo wir waren. Ach so. Also das sah ja aus. Sah gut aus, ja. Bin ich auch ihrer Meinung. Wie hätte es jetzt nicht schlimmer gemacht? Wir hätten das auch designen können. Ja. So gut sah das dann auch aus. Sah so richtig aus wie... Ach du scheiße Grafikfehler. Nö. So, jetzt fahr ich den ganzen Weg wieder zurück. Hol den Auflieger. Wir fahren jetzt hier lang und dann müssen wir den ganzen Weg dort lang fahren. Aber hey, wir hatten mal wieder eine Folge am Tag, ist doch auch schön. Das stimmt. Wenn wir uns bei Einschaffen noch die zweite am Tag auch noch. Ah ne, es ist nur noch was, da sind sie zu spät. Ja, das bin ich so, oder? Logisch. Post? Wie dummer Most? Ja, das Problem ist, wenn es hier gibt's ja keine Werkstatt, das könnte man sich jedes Mal kurz ausloggen, Singleplayer, weißt du? Das stimmt. Hier ist so, aus irgendeinem Grund steht hier halt hier auch so ein Vierachs-Trailer, also so ein Dreiachs-Trailer mit einer Deichsel vorne, der hinten auch diese Rampe hat, da ist zweimal Holz drauf. Ja, den habe ich auch weiter beim Vordings, wo mir kurz, bevor mir ausgecrasht ist. Mhm. Hieß es ja dann ja, du probierst das erstmal selber und dann hin und her und da musste ich mich ja auch mit ausloggen. Ah ja. Das waren die zwei Holz für die letzte Brücke noch. Mhm. Ja, das ist schon erledigt. Ich bin mit dem Sattel gleich alles mit immer gefahren jetzt. Ach so. Folgen der Straße einfach mal. Irgendwo da hinten muss der ganze Spaß dann ja kommen. Genau, hier ging das ja hoch. Das Ding zieht sich alles etwas. Ah. Na, aber immerhin, ich bin schon mal zufrieden, dass jetzt schon mal eine halbe Stunde lief ohne Probleme. Wahnsinn! Das soll man nicht für selbstverständlich nehmen, hab ich gehört. Nee. Definitiv nicht. Könnte am aktuellen Patch liegen. Leicht. Oder auch nicht. Oder nicht. Na, ich denke mal, spätestens auf der Alaska oder auf der Russenkarte dürfte es dann eigentlich keine Probleme mehr geben. Also mit den Missionen habe ich auf der Russenkarte, das ist genau dasselbe. Wie? Ja, da hat sich bei mir auch schon was dupliziert.
Achso, nee, jetzt so. Nach dem Patch meine ich halt. So, ja, das sehen wir ja nicht, wenn die mir immer einen kaputten Spielstand haben. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob das im Nachhinein noch die, das wird ja diese Mission nicht gesund patchen. Sag ich mal, wenn die einmal kaputt sind, werden die kaputt sein. Mhm. Aber es wird halt bei einem Neustart wahrscheinlich nicht nochmal passieren. Das kann sein, ne? Also, wie gesagt, es kann. Ja gut, ja, die Mission, da haben wir da noch nichts aktiviert, weil da drüben haben wir ja noch nichts gemacht. Deswegen geht man davon aus. Ich glaube, es reicht das Entdecken, glaube ich. Mhm. Gut, wir haben es aber auch noch nicht entdeckt. Also auf der Alaska, also auf der Russenkarte war ich noch gar nicht. Und, also außer auf der Garage. Und da konnte ich auch nicht raus, weil ich nichts hatte. Und auf der Alaska-Karte bin ich nur eine Straße gefahren. Also das ist ja eigentlich noch das meiste verdeckt dort. Deswegen geht man mal davon aus. Dass das hier bei uns, bei Ihnen vielleicht nicht mehr, aber hier, dass es da keine Probleme gibt. Hoffen wir es einfach mal. Hoffen wir es. So, reisen wir da rüber. Sehr schön. Im schönen Herbstgewand. Das sieht ja wirklich herbstlich aus, ja. Ja, ja. Da kann man nichts dagegen sagen. So, sehr schön. Aber meine Freunde, dann sind wir erstmal wieder fertig für den Part. Deswegen danke ich wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten wieder. Däumchen, Abo da lassen nicht vergessen. Und bis dann, eure René Jesikowski. Das war gesungen. Tschüss. Mhm.